Da. Noch ein paar Stöckchen. Und sogar noch ein bisschen Holz. Das haben wir bisher wohl auch übersehen. So. Nehmen wir erstmal die beiden. So zwei Fichtenbretter braucht eh keiner. So, damit sollten wir zumindest eine Etage lang mal wieder hinkommen. Aber das sind Arbeitskisten. Die sind halt selten aufgeräumt. Aufgeräumt wird es dann, wenn es ins Lager kommt. So. Hier fangen wir auch mal wieder... Uff. Ganz in der Ecke an. Ach so. Da ist ganz in der Ecke. Eins... Zwei. Jetzt ist die Kuh wieder hier. Die wechselt aber auch ihre Etagen genauso wie ihre Unterwäsche. Tragen Kühe Unterwäsche? So, Balkone werden doppelt beleuchtet. Und nächste, beziehungsweise ist das schon die letzte? Jo, nee, vorletzte. War wieder am Balkon. So. Hier war der, die Abstellkammer, ja. Also es ist größer, als man denkt. Also von den Anzahlen der Räumen her ist das schon immens. Zeig mal ganz kurz, wie hoch werden jetzt die Etage? 3. Das heißt, wir treffen in der nächsten Etage genau da drauf. Das heißt, genau da drauf. Es ist ein höher als unser Haus. Hm. Und da vorne ist dann die Treppe. Gut. So. Wartet mal ganz kurz. Ich müsste mal eben die Nase putzen, aber ich habe hier auch keine Tempos mehr. Das ist jetzt sehr doof. Naja, da muss es wohl warten. So, jetzt haben wir hier die Treppe, die genau hier abschließt. Das heißt... Hier drüber kommt kein Haus mehr. Was war das denn? Haben wir das irgendwann mal gebuddelt? Kann sein, dass wir Steine brauchten, aber ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern. Naja, stört ja nicht. So, was hatte ich jetzt gesagt? Diorit, also das helle Zeug, möchte ich hier dran pimpen. Ja, davon brauchen wir dann auch einiges. Vor allem, das muss ja für 2 Reihen reichen. Kohle, denke ich, wird aufgehen. Voll und ganz. So, also die Diorit rein, die möchte ich heute dann schon noch fertig kriegen. Also 2 Reihen noch. Und dann werde ich auch erstmal wieder Aufnahmestopp machen. Diorit. Dann haben wir noch einiges hier rumliegen, das ist schön.
Da noch. So, das könnte für eine Reihe auf jeden Fall reichen. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir noch natürliches Diorit. Das kann man gleich mal zusammenkraften. Hier auch. Ah, da haben wir zwei verschenkt. Na. Ach, das war eh nur Erde. So. Sonst brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts. Naja, man stellt's auf, wo Platz ist. Ja, hoch ist es schon. Genauso hatte ich mir das halt auch vorgestellt. Na gut, in meiner Vorstellung war es nicht ganz so groß. Aber ich neige öfters dazu, Sachen, die ich mir vorstelle, größer nachzubauen. Also das ist normal. So, wieder die unzähligen Treppen nach oben steigen. So, wie fangen wir jetzt am besten an? Am besten wieder mit der Außenwand, oder? Nee, hier brauchen wir keinen. Den Gang, den lassen wir jetzt einfach mal so, wie er ist. Den wird, denke ich, keiner vermissen. Das wird schwer, hier später das Holzdach drauf zu machen. Da müssen wir wohl ein bisschen mal über Kopf arbeiten. Diese Kuh geht mir jetzt auf den Zeiger. Erfolg Kuhschubser. Gibt's neue Erfolge? Sammel etwas Leder. Lol. Na, ich war jetzt erst der Meinung, ich habe den Erfolg bekommen, weil ich die Kuh runtergeschubst habe. Aber gepasst hat's. Ja, und so wie ich baue, wird das noch Jahre dauern. So. Ah, die neuen Steine, die finde ich ja ganz toll. Also endlich kommt mal Farbe ins Mauerwerk. Es ist wirklich mal was anderes. So, dann machen wir jetzt den Rest auch erstmal bis dorthin.
Dann hier. Was mir noch einfällt, wir wollten ja noch auf der anderen Seite ein bisschen ausbauen. Das sollten wir vielleicht tun, bevor wir alles zugebaut haben. Obwohl, wir haben noch genug Platz. Also wenn wir bis hierhin schon mal bauen. Das geht ja voll und ganz in Ordnung. So, mal, ob das reicht. Ob ich da nicht etwas zu großkotzig war. Vor allem, es wird ja auch irgendwie immer mehr. Normalerweise kennt man das von Gebäuden, dass der Steinverbrauch nach oben hin abnimmt. Hier haben wir jetzt wirklich mal das Gegenteil. Der Steinverbrauch nimmt nach oben hin deutlich zu. Auch wenn es vorne immer eine Reihe kleiner wird. Na, dorthin. Erstmal dann bis hier. Danach können wir Steinfarmen gehen. Wie spät ist es eigentlich? Ach Gott. Haben noch Zeit. So. Drüben fehlt noch einer. Puh. Macht schon einen sehr verwirrenden Eindruck auf mich. Und ich habe das Ding gebaut. So. Haben wir eh nicht mehr viel. Dann schauen wir mal. Da-da-dam. Erstmal muss das hier weg. Vier. Das war jetzt nicht mehr so viel. Das konnten wir jetzt ruhig niedermetzeln. Wie sieht das seitwärts aus? Würde fast sagen, wir schlagen diesen Baum hier ab. Und nutzen jetzt das hier, um nochmal 1, 2, 3, 4 und nochmal 1, 2, 3, 4. Also es wird nochmal jetzt richtig viel seitwärts. So. Gehen wir bis hier. Dann haben wir es hinterher auch einen schönen Anschluss hier an den Berg. Ist zwar dann doch etwas mehr zum Abtragen, aber es wird sich am Ende lohnen. Wir werden so ein richtig dickes Gebäude, also im Vergleich, wird unsere Wohnpyramide dagegen richtig klein wirken. So. Du kommst weg. Du kommst weg, du bleibst. Und du kommst weg.